Arno Strobel habe ich tatsächlich erst dieses Jahr so richtig entdeckt für mich. Ich habe angefangen mit dem Vorgängerband, das ist der zweite Band in einer Reihe, die unabhängig voneinander lesbar ist. Den ersten Teil haben wir auch dabei. Ich war hellauf begeistert. Wirklich einer der besten Thriller, die ich bisher gelesen habe. Und das Buch konnte wirklich super daran knüpfen. Die Fälle, wie gesagt, sind komplett unterschiedlich. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist der gemeinsame Ermittler, der Max Bischoff, den man eigentlich auch aus einer anderen Reihe von Arno Strobel schon kennt. Wie gesagt, ich habe damit angefangen und auf einmal alle Bücher von Arno Strobel gelesen, weil ich ein totaler Fan geworden bin. Und ja, Sie kennen ihn wahrscheinlich von Sharing oder die App, die waren relativ bekannt. Jetzt im August kommt auch der neue von ihm raus, Fake. Und genau, es soll eine mehrteilige Reihe werden. Zum Inhalt, es passiert ein Mord und es ist eigentlich auch schon ein Verdächtiger gefunden. Also alle Hinweise sprechen für diesen einen Täter und dieser eine Täter zerbricht so ein bisschen an seiner eigenen Schuld. So scheint es, dass er sich selber umbringt und Selbstmord begeht. Und für die Ermittler ist der Fall klar, er ist schuldig und hat den Mord begangen und aus Angst vor Konsequenzen hat er sich selber umgebracht. Und seine Tante ist Kommissarin, sie ist fest davon überzeugt, dass ihr Neffe diesen Mord nicht begangen hat. Und sie ruft Max Bischoff an, den wir wie gesagt aus den anderen Reihen schon kennen, und versucht ihm so ein bisschen den Fall darzulegen, weil er ist nicht mehr aktiver Kommissar in der Polizei, sondern jetzt ein Privatermittler. Und er entschließt sich nach längerem Rumforschen dazu, diesen Fall zu übernehmen, weil er doch ein paar Unstimmigkeiten gefunden hat, denen er doch mal auf den Grund gehen möchte. Und dann ist es extrem, also sowas habe ich auch noch nicht gelesen, weil dieser Ermittler auf einmal selber ins Auge der Täter gefasst wird und eine wirkliche Hetzjagd auf ihn beginnt. Also er gerät komplett ins Kreuzfeuer und wird selber zum Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Und ich kann leider auch nicht mehr verraten zu diesem Thriller, weil da sind extrem viele Plot-Twists drin. Ne? Arno Strobel versteht es wirklich, super Fährten zu legen. Und man denkt, man weiß ganz genau, auf welcher Spur man sich gerade befindet. Und dann nimmt er doch auf einmal eine richtig scharfe Linkskurve und man dachte, es wäre eine Rechtskurve. Also es ist wirklich ein ganz, ganz toller Thriller gewesen. Es hat keine Wünsche für mich offen gelassen. Wie gesagt, meine Erwartungen nach dem ersten Teil waren extrem hoch, weil ich einfach so begeistert von dem ersten Teil war. Und dem konnte das wirklich gut entsprechen, es konnte super anknüpfen. Und Arno Strobel versteht es wirklich, super psychologische Spannung aufzubauen. Und das ist etwas, was wirklich nur selten Autoren wirklich schaffen, dass man irgendwie so schwitzige Hände bekommt, bevor man eine Seite weiterschlägt und einfach wissen will, wie es weitergeht. Und das ist so ein Buch, das ich wirklich in einer Sitzung weglesen konnte, weil es wirklich ein so simpler und einfacher Schreibstil ist, der es trotzdem schafft, so viel Spannung aufzubauen. Also das war wirklich ganz großartig.